Sich in einer Notwehrsituation selbst verteidigen zu können, das ist meiner Meinung nach eine Kernkompetenz des Menschen. Der Jet Protector Nummer 6, der hat 4 Pfefferkartuschen, die dir dabei helfen können, Angreifer abzuwehren. Wenn du wissen willst, was dieses Teil kann, dann bleib bei diesem Schusstest dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann vom Survival Shop Berlin. Schön, dass du dabei bist. Jet Protector Nummer 6 mit eingebauten Laser. Und wenn du sagst, ha, ich komme aus Deutschland, sicher illegal bei mir. Nein, überhaupt nicht. Es gibt ein BKA-Bescheid dazu, dass dieses Teil, genauso wie ich dir das hier jetzt zeige, in Deutschland erstens gekauft werden darf, besessen werden darf und auch geführt werden darf, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das ist natürlich schon eine Sache. Die Sache dabei ist, dass dieses Teil natürlich mit diesen 4 Kartuschen, die hier eingebaut sind, das hier ist zum Beispiel ein passender Holster, ein Paddle-Holster, so ein, das glaube ich heißt so, weil da ein Paddle drauf ist, da passt das Teil rein. Und du siehst, das ist halt schon relativ breit. Ich meine, da gibt man mit so einem Wulst. Ob das wirklich notwendig ist, ob es notwendig ist, dass man so etwas mit sich führt, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach, wenn man so eine Wurst da dranhängen hat. Das schaut halt schon irgendwie eigenartig aus. Wofür es aber sicherlich denkbar ist und vernünftig ist, oder vernünftig sein kann, sagen wir das so, ist im Home-Defense-Bereich, denn da ist das wieder eine andere Geschichte. Und der große Vorteil ist, dass du insgesamt 4 Kartuschen, das sind diese Kartuschen hier, 4 Stück hast. Das heißt, du kannst 4-mal schießen, geht auch relativ rasch, wie du jetzt gerade gesehen hast. Und das, glaube ich, ist auch der große Vorteil. Das ist ein ballistischer Strahl, der hier entsteht. Das pfeift richtig raus. Wir schauen uns das dann nachher gleich an. Da hinten ist das Ziel. Ich zeige dir dann auf unterschiedlichen Distanzen, wie das Ganze wirkt. Hier ist ein kleiner Hebel, den du betätigen kannst und damit abziehen kannst. Nächstes wieder drauf. Klack und... und es geht wieder. Warum ich das mit dem hier mache, liegt daran, dass ich mit dem schon getestet habe und das ist ausgeschossen. Also aufpassen, sollte man nicht unbedingt reinschauen oder so irgendwas. Und es steht auch lustigerweise dabei, dass man das unterhalb von 1,5 Meter niemals einsetzen darf. Ich meine, das ist ein Tierabwehrgerät in Deutschland. Also niemals unter 1,5 Meter einsetzen, weil einfach das so rausbläst, aber das werden wir jetzt dann nachher gleich sehen. Und ich halte jetzt auch schon das Maul, außer dass ich dann noch sagen will, dass da unten ein Hebel ist mit diesem eingebauten Laser, der übrigens in Deutschland legal ist. Da ist die Öffnung, wo man die Batterien reinstecken kann. Ach, jetzt schießen wir mal. Ja, hier ist das Ziel. Ein Karton, den ich hier aufgeklebt habe und wir gehen jetzt ein paar Schritte weg, ein paar Meter. Ich würde jetzt sagen, wir bleiben mal relativ nah am Ziel stehen. Man, das ist eh einiges, muss ich dazu sagen, weil das ist ja doch, so Selbstverteidigungssituationen entstehen ja eher im Nahbereich. Das heißt, ich habe jetzt hier den Laser mit eingestellt, ja, und holo da roh, wie man so schön sagt in Österreich. Also das hat es jetzt gemacht. Ich meine, ich will da gar nicht hingehen, ich will da wirklich nicht hingehen, aber falsche Richtung. Schau, also ich habe es auf jeden Fall schön getroffen. Da rinnt jetzt der Pfeffersaft raus. Schaut unangenehm aus. Also das wäre jetzt überhaupt kein Problem gewesen, das auf die paar Meter. Wie viel sind es? Ich will es jetzt nachzählen. 1, 2, 3 und ein bisschen mehr. Da könnte man jetzt gut, also jeder, der auf Chili Sauce steht, könnte da mal eintunken, ein paar Pommes also zum Essen. Naja, wie auch immer. Wir machen jetzt machen da jetzt noch einmal 2 Schritte weg. Das heißt, ich bin jetzt noch weiter weg. Ob das jetzt schon eine Situation ist, die realistisch ist, nämlich dass man auf die Distanz schießt, das kann ich nicht beurteilen, aber wir wollen wissen, ob es geht. Ich schieße dieses Mal über Kimme und Korn, das heißt, ich schalte den Laser nicht ein, das ist Absicht jetzt. Und da muss ich jetzt dazu sagen, vielleicht habe ich daneben geschossen, ich schalte doch den Laser ein, weil da hat es jetzt nichts dran. Also auf die Distanz, da geht leider überhaupt nichts. Also da habe ich jetzt nichts treffen können, weil da hat es jetzt überhaupt nichts getan. Das heißt, da steht jetzt zum Beispiel drauf, wie weit soll das gehen? Ich glaube auf 7 Meter. Ob das jetzt 7 Meter sind, das... 1, 2, 3, 4, 5, 6, naja, ja, sind ungefähr 7. Also auf der Distanz jetzt zum Beispiel, da geht jetzt gar nichts mehr. Also ich habe jetzt 2-mal geschossen und das war ist einfach irgendwo abgefahren. Ich gehe jetzt noch einmal näher hin, ja, schalte jetzt noch einmal den Laser aus, ungefähr auf diese Distanz.
Ja, das ist super. Also da hat es jetzt Travumsti gemacht. Schau mal her, der Karton, den muss ich dann nachher angreifen, da werde ich mir Handschuhe anziehen. Also der Karton ist jetzt richtig schön voll gesaftelt mit diesem Pfeffer. Das hat jetzt funktioniert. Also du hast gesehen, die Einsatzschussweite, die hier angegeben wird von 7 Meter, es geht jetzt hier kein Wind, also ich spüre jetzt nicht wirklich Wind, vielleicht ist ein ganz feiner Zug, aber das ist nicht relevant. Also 7 Meter, das ist einfach ein bisschen zu viel. Die 3 Meter geht auf jeden Fall, also das geht auf jeden Fall super, mit Laser und auch ohne Laser. Es ist hier Kimme und Korm vorgegeben. Wenn du jetzt sagst, Reini, da ist eine Straße, da hätte irgendjemand kommen können. Nein, das ist Privatgrund hier und da ist mein Parkplatz und sowas und überhaupt. Also nein, ob du das bei dir daheim einfach so üben solltest, das ist eine andere Geschichte. Aber ich habe eine gute Nachricht, es gibt auch Trainingskartuschen, das heißt, die nur Wasser rausschießen und da ist das dann weniger problematisch. Wie du siehst, habe ich jetzt hier auch eine orangene Kartusche eingebaut und das hat auch einen ganz speziellen Grund. Und zwar, der Nachteil bei diesem Teil hier ist jetzt nicht, dass man auf 7 Meter nichts mehr trifft. Ja, das ist 7 Meter, ja, aber es ist eher das, dass das wie eine Waffe ausschaut. Ich meine, es ist eine Waffe und es schaut aus wie eine Feuerwaffe, eine Faustfeuerwaffe, eine Pistole. Und das könnte beim Gegenüber... Rieche ich da jetzt den Pfeffer, der Pfeffer, entweder ist er jetzt da drauf gewesen oder, na, ich muss weg da, ist jetzt kein Schmäh, ja. Kann das von dem da sein? Kann ich mir fast nicht vorstellen. Okay, so, also ja, was ich eigentlich sagen wollte, Entschuldigung, die kurze Unterbrechung, aber es ist ganz einfach so. Der Punkt ist, das könnte jetzt das Gegenüber als Schusswaffe, als, meine Schusswaffe ist es das vielleicht, ich weiß es nicht, aber als Feuerwaffe, als Pistole auffassen und dadurch durchdrehen und noch mehr an Energie reinstecken. Das ist auch der große Nachteil bei dem, dass man das missverstehen kann. Dass man jetzt sagt, okay, so Pfefferspray, wenn man Spray so pfff, das ist klar, aber dass man jetzt sagt, okay, das ist eine Pistole und beim Gegenüber andere Reaktionen herausruft. Ich meine, ich habe eine Geschichte gehört, ja. Ich meine, wie kann man nur, ich mein, ernsthaft jetzt, ja. Wenn die Polizei mich aufhält, warum soll ich auf die Polizei mit sowas schießen? Ich meine, wer tut sowas? Dass der dann, ist angeblich in den USA passiert, der ist dann von der Polizei erschossen worden. Also ja, ich meine, das ist genau wie eine Spielzeugpistole rausnehmen bei einer Polizeikontrolle. Ich mein, und für das ist das ja wohl nicht gedacht. Ich meine, ja. Und das andere ist, wenn jemand vor mir steht mit einer Pistole, dann werde ich da jetzt nicht ins Ziehen anfangen. Egal was ich da, ich habe da immer einen Nachteil. Also das ist nicht so einfach. Das müsste man trainiert haben. Es gibt Leute, die das trainieren. Da kannst du auch auf YouTube schauen. Da gibt es... spezielle Verteidigungsschützen in den USA, die das trainieren, die dann noch irgendwelche Sprünge machen oder so weiter, aber das bin ich nicht und vielleicht bist auch du das nicht. Das heißt, jedes Ding auf dieser Welt hat ein Einsatzgebiet und hat Vorteile und die Vorteile liegen hier auf der Hand, weil du auf kurze Distanz, ja, 5 Meter, 3 Meter, viermal wirklich Pufti machen kannst, so richtig Pfeffer jemanden in die Goschen schießen, wie man so schön sagt, der dich angreifen mag, das ist Punkt A. Aber der Nachteil ist, dass das wie eine Faustfeuerwaffe ausschaut und beim Gegenüber ganz einfach unangenehme Reaktionen herausrufen kann. Das ist ganz einfach so. Lange Rede, kurzer Sinn. Funktionieren tut das Ding. Ich habe jetzt auch, glaube ich, ganz gut gezeigt, wo die Grenze ist. Ja, bei meinen vorigen Tests, ich habe insgesamt schon, das ist jetzt die dritte Kartusche, die ich ausgeschossen habe, genau dasselbe feststellen können. Auf kurze Distanz absolut kein Problem. 7 Meter, wie der Hersteller angibt, hat bei mir zumindest nicht funktioniert. Hier jetzt nicht. Ja, jetzt kommt ein bisschen ein leichter Zug auf, aber es ist nicht wirklich windig. Und es ist ganz einfach so, das Ding pfeift. Also das pfeift wirklich. Und ja... Das mit dem Laser halte ich für eine gute Möglichkeit, besonders für ungeübte Schützen. Muss man aber auch dazu sagen, wie realistisch ist, dass ich das dann wirklich auch brauchen kann. Und ich mag da noch was zeigen. Und zwar, es gibt für den österreichischen Markt das hier.
dass ich gebe da natürlich da den Link in meinen Shop, also billiges Eigenwerbevideo, ist ja ganz klar. Und hier gibt es diese Lampen, diesen Lampenaufsatz, mit dem man dann auch noch, wenn man jetzt in der Nacht wirklich was hört und aufsteht, das ist so die Vorstellung, die man hat, vielleicht auch du, dass man dann die Lampe einschalten kann und ja, und dann wieder ausschalten kann. Das funktioniert mit diesem Ding hier. Die ist für diesen Jet BX, für diesen Sechser vielleicht sogar nicht ganz so ideal. Denn die Lampe, die es bei mir im Shop gibt, die ist eher für, jetzt muss ich mal schauen, wo ich da hingreifen muss, für den Jet Protector, für den normalen Jet Protector, ja, gedacht. Der hat eine längere Schiene, da ist das ideal. Der hat aber den Nachteil, dass er eben nur zwei dieser Kartuschen hat. Also kann man nur zweimal schießen. Dafür ist er halt leichter und ja, trägt nicht so sehr auf wie dieses Riesending. Ansonsten ist von den Kartuschen und von der Wirkungsweise kein Unterschied, auch was die Distanzen betrifft. Diese beiden Teile sind meiner Meinung nach etwas, was man daheim eher einsetzt oder wenn man eine Tasche hat, auch wenn es dort, wo du lebst, erlaubt ist, die zu führen. Eine Möglichkeit. Es gibt natürlich auch diese Holster, zum Beispiel diesen hier. Ja, das ist hier mit einem Tech-Lock und der hat so eine Sicherung, weil da kann das Teil nicht rausfallen. Da muss man dann da oben draufklicken und dann springt das nach vorn, dann kann man es rausziehen. Den anderen Holster, den ich diesen Paddle-Holster, wobei man das umbauen kann, also das ist jetzt nicht unbedingt das Problem, also ist für links und rechts möglich, also du kannst das Paddle auf die andere Seite geben, also für Leute, die mit links ziehen, das hält halt da nicht, das ist halt da einfach so ein bisschen drin reingesteckt und das würde rausfallen und dadurch gibt es dann auch die Funktion mit diesem Teil hier. Leider oder Gott sei Dank, ich weiß nicht, also wir verkaufen diese Teile, diese Selbstverteidigungsteile nicht. Es gibt aber einen Händler in Österreich, gebe ich da unten den Link, der die verkauft, da gebe ich dir auf jeden Fall den Link dazu, dort kriegst du auch diese Holster und man kann es natürlich auch auf Amazon kaufen, ja, ist auch ganz klar, gebe ich da auch unten den Link dazu und schau es einfach an, was für dich am besten passt, wenn du so etwas erwerben willst. Ist es empfehlenswert? Also es funktioniert, ja, es funktioniert wirklich, es funktioniert eindeutig ganz, ganz, ganz toll. Ich glaube, dass man damit auch, wenn man ein bisschen trainiert und ein bisschen übt, damit umgehen kann. Ob man in einer echten Stresssituation, wo da das Herz bis daher steht, dann auch noch umgehen kann, das ist eine andere Geschichte. Das ist erstens eine mentale Sache und auch eine Sache, ob du das trainiert hast. Das betrifft ja alle Extremsituationen, ob Erste Hilfe, ob eine Notsituation. In der Natur ist ja sehr viele Sachen, die im Kopf einmal ablaufen. Komme ich in einen Freeze, oder komme ich ins Fight und sage, okay, und wir tun jetzt was. Und bin ich dann noch immer so weit, dass ich an der richtigen Stelle zugreifen kann und die Dinge herausnehmen kann. Das ist die andere Sache dabei. Aber das musst du natürlich für dich selbst entscheiden, ob du so etwas willst. Der Jet Protector 6, jetzt mit Laser auch in Deutschland erlaubt, tut das. Natürlich auch der normale Jet Protector. Link zu den Produkten findest du unten. Natürlich billige Eigenwerbung, eh ganz klar. Wenn du Fragen hast, dann stell sie bitte. Und wenn du mal einen Test sehen willst, und zwar von allen Produkten, die es gibt von dieser Firma, von einer Schweizer Firma, nämlich den Guardian Angel. Da gibt es auch drei unterschiedliche Varianten. Der ist eher klein, vom normalen Jet Protector und dem Jet Protector 6. Wenn du da mal einen Test sehen willst, wo ich nur herumballere, dann schreib mal unten einen Kommentar und schreib, ja, ich will! Und wenn das einige wollen, dann werde ich das sehr, sehr gerne tun. Wenn du Fragen hast, stell sie, Daumen nach oben oder nach unten. Abo ein paar andere Videos, Links zu dem Produkt. Bis bald und ciao!